Hallo und guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Mercator Impuls. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und Lust haben, mit uns über Demokratie im Zeitalter der großen digitalen Plattformen nachzudenken. Mein Name ist David Alders. Ich arbeite als Projektmanager im Bereich Digitalisierte Gesellschaft bei der Stiftung Mercator. Und in diesem Bereich beschäftigt uns unter anderem die Frage, wie wir als Gesellschaft, als Demokratien damit umgehen, dass sich große Teile unserer Kommunikation in digitale Räume verlagert haben und damit auch klar ist, dass die Beschaffenheit dieser Räume, die dort geltenden Regeln, sich irgendwie darauf auswirken, wie es uns um unsere Rechte, wie die Meinungsfreiheit und die Demokratie insgesamt bestellt ist. Über diese Themen wollen wir auch heute Abend reden, vor allem über die Frage, ob es angesichts der Bedeutung, die die Plattformen für die Demokratie haben, nicht auch mehr gesellschaftliche Mitsprache an den dort geltenden Regeln braucht und wenn ja, wie wir diese Mitsprache organisieren können. Braucht es dafür neue Institutionen? Können wir was aus anderen Bereichen wie dem Rundfunk und dem Radio lernen? Und eine Frage, die wir uns heute besonders stellen wollen, ist, ob Plattformräte ein Teil der Lösung sein können. Und erneut, wenn ja, wie müssten diese aussehen? Ich freue mich sehr, dass wir über diese und weitere Fragen mit einem ganz wunderbaren Panel reden können. Mit der Bundestagsabgeordneten Misbah Khan, mit Leonard Dobusch, mit Matthias Kettemann. Und moderiert wird diese Veranstaltung von Ann-Kathrin Riedel, die das Panel gleich noch etwas genauer vorstellt. Ich darf aber Ann-Kathrin Riedel kurz vorstellen. Sie ist Digitalexpertin, Themenmanagerin bei der Friedrich-Naumann-Stiftung und Vorsitzende des Vereins LOAD, Verein für liberale Netzpolitik. Sie hat 2021 selbst für den Deutschen Bundestag kandidiert und schreibt unter anderem einen wunderbaren wöchentlichen Newsletter, Ann-Kathrins Digital Digest, den ich Ihnen sehr empfehlen kann. Ganz herzlichen Dank an das Panel, dass Sie und ihr euch die Zeit nehmt, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Danke natürlich auch an die Technik, das Veranstaltungsmanagement hier im Haus. Danke an Sie, liebe Zuschauerinnen, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Und bevor ich an Ann-Kathrin Riedel übergebe, noch ein letzter Hinweis. Um Plattformräte geht es auch in einem neuen Projekt am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut, das wir als Stiftung Mercator fördern. Matthias Kettemann, der auf dem Panel sitzt, leitet dieses Projekt. Und die Veranstaltung heute ist auch ein bisschen Teil des Projektauftakts, den wir auch ein bisschen zusammen feiern. Heute. Jetzt rüber zu Ann-Kathrin Riedel. Vielen Dank und viel Spaß. Ja, vielen Dank, lieber David, und schönen guten Abend auch von mir. Schönen guten Abend dann die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Empfangsgeräten. Gar nicht mal Rundfunk, sondern Streaming und eben eine gar nicht mal so neue Form der digitalen Kommunikation und des Konsums von Medien und Inhalten. Wahrscheinlich nutzen Sie alle Social-Media-Plattformen. Wahrscheinlich haben Sie alle schon von den ganzen Diskursen gehört, wie gehen wir eigentlich mit Inhalten auf diesen Plattformen um. Wie gehen wir mit legalen, aber nicht so tollen Inhalten um? Wie gehen wir mit illegalen Inhalten um? Wie können wir da auch eine Rechtsdurchsetzung erwirken? Und das ist ein spannendes Thema, das uns als Gesellschaft, als Demokratie und vor allem auch als Demokratien im Plural weltweit beschäftigt und auch, glaube ich, deutlich stärker beschäftigen sollte. Und deswegen freue ich mich ganz außerordentlich, dass die Mercator-Stiftung eben dieses Projekt ins Leben gerufen hat, unterstützt und eben über ganz neue Formen der Regulierung, Koregulierung, was auch immer das nachher sein wird, sprechen wird. Und darüber wollen wir heute Abend eben auch ganz genau sprechen mit meinem kleinen Panel und eben mal erläutern, was sollen eigentlich Plattformräte sein, was können die sein, was können sie aber auch nicht sein. Und ich würde direkt gerne mal starten mit meinem Panel. Zu meiner Rechten Matthias Kettemann. Wurde schon erwähnt, wird auch das angesprochene Projekt leiten. Du bist Professor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts in Innsbruck. Und du leitest auch am Leibniz-Institut das Programm Regelstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen. Klingt ein bisschen kompliziert. Was genau macht ihr da und warum interessiert dich dieses Thema so? Wir forschen zu Macht und Recht im Internet und zu der Frage,
wie wir heutzutage online kommunizieren. Mhm. Vor allem da, wer die Regeln setzt und diese durchsetzt. Und das sind zu einem großen Teil die Plattformen geworden, da der Staat nur sehr wenig online verbieten kann. Mhm. Und das macht ihr auch global oder schaut ihr euch das nur deutschlandweit oder europaweit an? Historisch schauen wir zunächst auf Deutschland. Seit ungefähr 20, 30 Jahren beschäftigen wir uns auch mit europäischen Regeln. Und gerade in letzter Zeit war es wichtig, auch die globale Dimension in den Blick zu nehmen. Es sind ja doch nicht primär deutsche soziale Medien, auf denen wir kommunizieren. Mhm. Wird das alles komplizierter mit dem Recht, dadurch, dass wir eben diese vernetzte Welt haben? Wir haben ja eigentlich auch ein Völkerrecht, ich bin ja überhaupt keine Juristin und da manchmal nicht so wirklich eine Vorstellung. Haben wir da nicht irgendwie so ein Völkerrecht, dass das irgendwie schon regelt oder brauchen wir da unbedingt neue Gesetze oder haben wir uns da gesellschaftlich viel zu wenig Gedanken drüber gemacht und wurden jetzt diese ganzen neuen Strukturen durch das Internet auf uns rübergestülpt und nun sitzen wir da und denken, wir können eigentlich gar nichts mehr machen mit den ganzen Konzernen, die vor allem eben aus dem Ausland kommen? Wir können schon sehr viel machen mit denen. Wir haben aktuell keinen großen völkerrechtlichen Vertrag über das Internet. Es gibt gerade einige Meinungsverschiedenheiten zwischen großen Staaten zur Frage, wer denn da die Kontrolle ausübt. Die gute Nachricht ist aber, dass wir sehr wohl sehr viel an Recht haben, nur wird dieses nicht immer durchgesetzt. Gerade vor zwei Wochen hat ein Versuch von Jan Böhmermann ergeben, dass das Problem weniger darin liegt, dass wir zu wenig an Recht haben, sondern dass das, was wir an Recht haben, nicht überall durchgesetzt wird. Mhm. Und wir beschäftigen uns auch sehr viel mit den Regeln, nach denen Plattformen moderieren. Und da bewegen wir uns in einem Bereich, wo das Recht sehr wenig zu sagen hat. Mhm. Weil das meiste, was wir online lesen, ist legal. Es ist vielleicht manchmal problematisch. Und es kann problematisch werden, gerade wenn Plattformen durch ihre algorithmischen Empfehlungssysteme schwierige Inhalte nach vorne ziehen. Aber das meiste von dem, was wir sehen, ist legal. Und wir beschäftigen uns also nicht nur mit dem, was rechtens und was unrecht ist, sondern auch, wie mit legalen Inhalten umgegangen wird. Ich mal meinen nächsten Gast in die Runde, Professor Leonhard Dobusch. Leonhard, du bist Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation am Institut für Organisation und Lernen, auch an der Universität Innsbruck. Du bist aber auch noch Mitglied des ZDF-Fernsehrats und bald Mitglied des ZDF-Verwaltungsrats. Ja? Und du bloggst auch relativ viel darüber auf Netzpolitik, schreibst auch auf deinem Twitter-Kanal sehr viel dafür. Und du vertrittst die Gruppe Internet, also eigentlich uns alle auch mit und alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Kommen wir später noch mal genauer zu, aber erzähl uns mal, wie wird man Mitglied im ZDF-Fernsehrat? Das gibt wirklich sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie man im Fernsehrat des ZDF oder auch in anderen Rundfunkräten in Deutschland landen kann. Also eigentlich ist das, weil ja Rundfunkrecht, Medienrecht in Deutschland Ländersache ist, ist es auch so, dass eigentlich für all die ARD-Anstalten jeweils unterschiedliche Aufsichtsorgane unterschiedlich beschickt werden, weil das immer landesrechtlich geregelt wird. Also ich weiß relativ genau, wie es bei mir gelaufen ist. Bei mir haben sich vier Vereine, da steht wirklich im Landesgesetz in Berlin, dass sich vier Vereine auf eine Person, die dann das Internet vertritt, einigen müssen. Das waren in meinem Fall unter anderem bekanntesten sicher der Chaos Computer Club, D64, auch so ein netzpolitischer Verein, ähnlich wie Load. Dann Medianet Berlin-Brandenburg, ein eher Professionsverband in der Region und dann noch ECO, Verband der Internetwirtschaft, das sind die Provider. Und ja, ich bin ja der erste Vertreter, den es fürs Internet gab, weil 2016 wurden diese neuen Kategorien geschaffen. Nur zum Vergleich, in Thüringen gibt es seither eine Vertreterin für LGBTIQ, aus Schleswig-Holstein eine Vertreterin für Minderheitensprachen und aus Bayern gibt es witzigerweise einen Vertreter für Digitales. Das war im Vorfeld offensichtlich umstritten, wer darf modern sein. Berlin und Bayern haben sich gestritten. Die Kompromissformel, also fast schon eine österreichische Lösung, man hat gesagt, der eine macht Internet, der andere Digitales. Aber in Bayern wurde das anders gelöst. Da ist zum Beispiel der Vertreter Digitales, den entsendet der Bitkom und die haben den Cheflobbyisten der Deutschen Telekom dahin geschickt und wir haben uns dann manchmal viel zu sagen in den Ausschüssen. Also seit 2016 haben wir erst einen Vertreter fürs Internet da, aber das gibt es ja jetzt schon ein paar Tage länger. Ne? Ist das im Verwaltungsrat da jetzt wirklich so Neuland oder wie kommt das? Na, ich glaube, Online-Angebote gab es ja auch schon vor 2016. Aber 2016 war wirklich eine Zäsur, weil seit 2016 gibt es auch das Jugendangebot Funk und das ja erstens gemeinsam von ARD und ZDF betrieben wird und das zum ersten Mal ein öffentlich-rechtliches Angebot war, das ohne Sender im Hintergrund auskam.
Und am Anfang hat man gedacht, naja, das ist eben fürs Internet, da braucht man keinen Sender, da sparen wir Geld. Im Endeffekt hat sich das als totaler Glückfall entpuppt, weil dort konnte man, weil man keinen Sender und damit auch keine Legacy-lineare Programmierung hatte, konnte man sich wirklich darauf konzentrieren, neue digitale Zielgruppen im Netz zu erreichen. Also Jugendangebot, wie gesagt, die Zielgruppe, wo man die öffentlich-rechtliches Angebot ein Problem hatte. Und man ist sehr erfolgreich inzwischen, in den ersten 6 Jahren. Inzwischen kann man sagen, fast alle kennen Formate oder Funk als Angebot und hat gezeigt, dass es schon auch möglich ist, auch mit öffentlich-rechtlichen Inhalten in diesen Plattformöffentlichkeiten zu realisieren. Gleichzeitig haben sich damit aber auch natürlich viele Fragen gestellt, nämlich ist das überhaupt okay, wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihre Inhalte jetzt über diese kommerziellen Plattformen ausspielen? Ist das ein Umfeld, in dem man sein will? Ja, da wird eine Sendung vom ZDF irgendwie reingestellt und als nächstes in der Empfehlungsliste kommt irgendwas von irgendwelchen obskuren Internetseiten, die vielleicht das x-fache an Abonnenten haben, wenn das ein Rezo-Video ist. Aber das sind, und da ist auch so, dass da viel gelernt wird jetzt in den Sendern aus diesen Erfahrungen, die man da mit diesem Jugendangebot schafft. Mhm, vielen Dank. Und last but not least, Misbah Khan, du bist Bundestagsabgeordnete, das erste Mal im Bundestag gewählt worden in dieser Legislaturperiode für Bündnis 90 Die Grünen. Du bist Politikwissenschaftlerin und warst, bevor du in den Bundestag gegangen bist, sowohl bei der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz, ein Heimatbundesland, aber auch dann dein letzter Job vor dem Mandat war eben im Demokratiezentrum Rheinland-Pfalz und hast dich dort über um religiösen Extremismus gekümmert. Jetzt als Bundestagsabgeordnete bist du in den Ausschüssen für Digitales und Innen und stellvertretend für Menschenrechte. Passt ja eigentlich auch super heute für diese Veranstaltung, für diese Themen hier. War das ganz generell Zufall, glückliche Fügung, dass du diese Ausschüsse bekommen hast oder hast du dich ganz gezielt für die entschieden? Teils, teils, ehrlich gesagt. Ich hatte das Glück, in den Innenausschuss kommen zu dürfen, da wollte ich sehr gerne rein. Und dann hat es der Zufall ergeben, dass ich auch in den Digitalausschuss durfte, dann als Nachzüglerin im Januar. Mhm. Und das passt ganz gut, weil ich Gesellschaftspolitikerin bin. Gerade viele digitalpolitische Fragen, die auch gesellschaftspolitische Fragen sind und die Kombi. Mhm. Damit bin ich jetzt sehr glücklich. Ja, es sind ja, ich habe versucht, so ein bisschen am Anfang ein bisschen anzuteasern. Ich persönlich glaube, wir stehen vor ganz großen gesellschaftlichen Herausforderungen und auch wirklich so grundlegende Fragen, nämlich unsere Demokratie, läuft da eigentlich noch alles so, wie es sein sollte? Müssen wir vielmehr eigentlich über unsere Demokratie als solches reden? Müssen wir sie besser machen, stabiler machen fürs 21. Jahrhundert? Und ich denke da gar nicht an irgendwie große Umschwünge, sondern einfach nur nochmal das, was wir haben, besser machen. Wie siehst du das? Machst du dir Sorgen um unsere Demokratie und auch das demokratische, gesellschaftliche Miteinander? Ja, immer wieder. Ich glaube, es gibt auch immer wieder Gründe, sich Sorgen zu machen, wenn man merkt, welche politischen Kräfte wieder stärker zu Wort kommen, gerade der rechte Rand, wenn dem dann auch nachgeplappert wird, wenn wir merken, wie demokratische Institutionen ins Wanken kommen, wenn Wahlbeteiligung nicht so ist, wie man sie möchte. Von daher, es gibt schon Gründe, sich Sorgen zu machen. Ich glaube aber auch, dass es viel Zivilgesellschaft gibt, die daran arbeitet, zu stärken und die muss man unterstützen. Und dann gibt es politische Institutionen, das auch zu stärken, durch Demokratiefördergesetz zum Beispiel. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass man daran arbeiten muss. Aber es ist halt ein Prozess. Also Demokratie ist kein Iststand, sondern ist ein fortlaufender Prozess. Ja. Wie ist das für dich als Abgeordnete? Wie nutzt du da das Internet? Wie nutzt du das auch vor allen Dingen für einen Diskurs mit deinen Wählerinnen und Wählern oder überhaupt mit der Öffentlichkeit? Schon auch. Es ist viel, glaube ich, Sprachrohr sein und vermitteln, tägliche Arbeit, aber auch politische Positionen und zum Teil auch debattieren. Ich hatte jetzt noch keinen Shitstorm. Mal gucken, was ich danach sage, aber bis jetzt funktioniert es ganz gut. Sehr gut. Wir wollen auch mal direkt reingehen ins Thema für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch der Hinweis, dass Sie gerne, sofern Sie sich angemeldet haben für die Veranstaltung und in der App gerade uns zuschauen, stellen Sie gerne Ihre Fragen. Sie werden mir weitergeleitet und ich nehme Sie gerne in die Diskussion auf, beziehungsweise am Ende haben wir Ihren Fragen noch genügend Zeit eingeraubt. Kleiner Tipp von mir, je
kürzer und präziser Ihre Frage ist, desto einfacher wird es mir fallen, die auch auszuwählen. Denn hier aufzupassen und Ihre Fragen zu lesen, ist nicht so ganz einfach. Also je kürzer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich Sie hier reinnehme. Und ich würde gerne direkt mal starten. Matthias, du hast zusammen mit deinem Doktoranden Martin Pferdmann eine Publikation geschrieben für die Friedrich-Naumann-Stiftung. Die heißt die Demokratie-Plattform festmachen. Und ich habe dann noch mal reingeguckt vorab für diese Veranstaltung und würde gerne mal die ersten Zeilen aus eurer Einleitung kurz vorlesen, die da lautet: Vor 7 Jahren, also ich glaube mittlerweile vor 8, kam unter Beteiligung des Auswärtigen Amts in Berlin vor 7 Jahren kam ein unter Beteiligung des Auswärtigen Amts in Berlin organisierter Workshop zum Völkerrecht des Netzes zu dem Schluss, dass sämtliche digitalpolitische Akteure mit dem Status quo unzufrieden seien. Zitiert aus diesem Workshop: Staaten sind frustriert, dass sie Recht im Internet nicht durchsetzen können. Mangels eindeutiger und geltender Regelung wissen Unternehmen nicht, wie sie mit staatlichen und privaten Anfragen umgehen sollen. Sie sind quasi gezwungen, Recht zu sprechen. Nutzer haben Angst um ihre Daten und vor Verletzung ihrer Grundrechte. Jetzt die Frage, wir haben ja viel über den Digital Services Act, der ja gerade in der Europäischen Union fertig verhandelt wurde, und der kümmert sich ja auch explizit um illegale Inhalte auf Plattformen. Warum brauchen wir jetzt noch Plattformräte? Weil es nicht nur um illegale Inhalte geht und weil dieses Gefühl der Unzufriedenheit auch heute noch festzustellen ist. Mhm. Wir als kritische Juristinnen und Juristen müssen den Finger auf gesellschaftliche Wunden legen. Und es ist aktuell eine gesellschaftliche Wunde, wie online kommuniziert wird, nach welchen Regeln online kommuniziert wird, wer darüber entscheidet, wer die Regeln setzt, wer algorithmisch, was für Inhalte algorithmisch verstärkt werden. Wir haben uns damals schon mit der Frage auseinandergesetzt, welche alternativen Modelle es gibt, hier Regeln legitimer zu machen. Wir leben in einer Demokratie. Wo zieht die Demokratie ihre Legitimität her? Woher ziehen Bundestagsabgeordnete ihre Legitimität her? Von den Wählerinnen und Wählern. Da gibt es eine direkte Linie. Repräsentative Demokratie funktioniert über Wahlen. Die Regeln, die dann gesetzt werden im Bundestag, sind deswegen auch legitime Regeln, Gesetze. Nun haben wir aber mit den Online-Kommunikationsräumen einen großen neuen Bereich, wo auch Regeln gelten, nämlich die Plattformen setzen. Es gelten auch staatliche Regeln, aber die beeinflussen nur einen Teil der Online-Kommunikation. Und wir haben uns in diesem Paper und auch in dem Projekt, das wir heute eröffnen, da werden wir uns die Frage stellen, wie können wir denn diese Regeln, die Plattformen selbst setzen, und die Praxen, die sie haben, die algorithmische Verstärkung bestimmter Inhalte, wie können wir denn das legitimer machen? Mhm. Zumindest einmal einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu beginnen, finden wir wichtig. Mhm. Leonhard, was macht ihr da eigentlich im Fernsehrat? Wie kontrolliert ihr denn da das ZDF? Ja, ich glaube, prinzipiell gibt es schon zwei große Richtungen, in denen hier Fernsehräte, Rundfunkräte, Hörfunkräte kontrollieren. Prinzipiell, und das ist gesetzlich so gewollt, ist es nachlaufend. Also wenn jemand unzufrieden ist mit dem, was er heute am Abend im Fernsehen im ZDF sieht, ja, dann kann er oder sie eine Programmbeschwerde verfassen. Und dann wird zuerst mal der Intendant oder das Intendantsbüro aufgefordert, das zu beantworten. Und wenn man damit zufrieden ist, alles gut. Aber wenn man sagt, das überzeugt mich überhaupt nicht, ich bestehe darauf, dass der Fernsehrat sich damit beschäftigt, dann quasi ist das die nächste Eskalationsstufe. Und dann gibt es einen eigenen Ausschuss und so weiter. Und da wird dann halt hinterfragt, ob es hier grundlegendere Probleme gibt, ob das quasi ein Einzelfall ist, an dem sich auch ein systemisches Problem, eine Verletzung der Programmgrundsätze ablesen lässt. Ja. Das ist sozusagen der eine Weg, ja, aber da ist eigentlich das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen und man versucht halt, solche Dinge dann vielleicht für die Zukunft zu vermeiden. Was aber in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, auch wirklich mit dem Internet und mit neuen Online-Angeboten, ist, dass die Gremien auch vorausschauend auch bei Designentscheidungen mitwirken. Ich sage ein konkretes Beispiel. Meine letzte Sitzung im sogenannten Telemedienausschuss, man hat auch ein anderes Wort für Internet im Rundfunk Deutsch, im Telemedienausschuss haben wir dann zum Beispiel uns eingeladen als Ausschuss. Wir wollten mal hören, wie läuft das eigentlich mit den Empfehlungsalgorithmen in der Mediathek. Ja, und die gibt es inzwischen, auch dort wird mit Algorithmen gearbeitet. Ja, und erstmal
wollten wir überhaupt auf den Stand gebracht werden, okay, wie wichtig sind eigentlich diese algorithmischen Empfehlungen schon? Ja? Wie wichtig ist dann Personalisierung? Ja? Und da ist jetzt schon so, dass mehr als die Hälfte der Inhalte über Algorithmen empfohlen werden, die andere Hälfte redaktionell, dass diese Empfehlungsbänder, die man da sieht, auch sehr zur Nutzung beitragen und vor allem aber, und ein Anspruch, den zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen Plattformen ja mehr verfolgen als zum Beispiel eine private, ist Vielfaltsförderung. Mhm. Und da ist es so, dass die algorithmischen Empfehlungsbänder sogar einen Beitrag leisten, weil mehr empfohlen wird. Wobei wir dann zum Beispiel im Ausschuss die Nachfrage gestellt haben, okay, aber nach was heißt Vielfalt? Wie wird Vielfalt überhaupt definiert? Ja, welche Art von Vielfalt? Politische Vielfalt, Diversität von Menschen, die vorkommen, Themenvielfalt. Und genau da muss man sagen, da haben wir dann auch quasi nachgebohrt und gesagt, okay, da wollen wir in einem zweiten Vortrag nochmal Details hören. Was ist eigentlich, wie operationalisiert ihr Vielfalt in einem Algorithmus? Ja, welche Basis legt ihr dem zugrunde? Und ich glaube, an dem Beispiel kann man schon schön sehen, das ist etwas, das könnte man sich eins zu eins auch bei Facebook, Instagram oder TikTok vorstellen, dass da Insider quasi Designentscheidungen vor einem Panel von Menschen, die genau nicht abhängig sind oder bezahlt sind von diesem Plattformbetreiber, oder dort quasi sich rechtfertigen, erklären auch mal und dann hier ja auch quasi eine gewisse Legitimität für ihre Designentscheidungen dann dort versuchen müssen zu bekommen. Ms. Bach, wie sehr sind solche Diskussionen, auch die über Plattformräte, Sie stehen ja im Koalitionsvertrag in einem Satz drin, wie sehr ist das schon Thema im Digitalausschuss? Wird darüber überhaupt schon geredet? Habt ihr einen Plan, das irgendwie mal auf die Agenda zu packen? Oder ist das noch recht frisch und gerade überlagert von anderen Themen? Also wir haben es noch nicht im Digitalausschuss besprochen, aber wir haben es an anderen Stellen diskutiert. Also ich würde sagen, eigentlich ist es ja ein Thema seit dem NetzDG und seit den Debatten um Twitter und Trump. Es war auch Thema im Wahlkampf. Es steht, glaube ich, in unterschiedlichen Wahlprogrammen, im Grünen auf jeden Fall. Und es ist ja am Ende auch im Koalitionsvertrag verankert worden. Von daher, die Debatte gab es schon, nur jetzt im Bundestag ist es so noch nicht angekommen. Also es gibt noch kein Haus, das sich damit explizit beschäftigt. Aber das heißt noch nichts. Jetzt muss man schauen, dass das im Haushalt 23 in irgendeiner Form sich wiederfindet. Und es wird auf jeden Fall kommen, diese Legislaturperiode. Dafür ist ja der Koalitionsvertrag da. Ich würde jetzt gerne mal drüber reden, was solche Plattformräte eigentlich genau machen sollen oder wie sie agieren sollen. Es wird vieles auch in der Studie, die ihr gemacht habt, dass es so zwei Ansätze gibt. Sie können ein bisschen die Standards setzen, die Community-Standards, nachdem unter anderem auch schon ja jetzt ganz viele Inhalte moderiert werden. Sie können aber natürlich auch so ein bisschen dazu beitragen, Standardfälle zu machen, ja? Wie beispielsweise soll jetzt jemand wie Trump runtergenommen werden von einer Plattform oder nicht. Was sind da so die beiden, also was sind da die großen Unterschiede? Kann man das auch zusammen machen in einem Rat? Warum sind das nur diese zwei Themen oder sind es nur diese zwei Themen, die so ein Rat adressieren kann? Also die Plattformräte können die Funktionen haben, die man ihnen gibt. Und in unserem Projekt wollen wir uns gerade dieser Frage widmen. Wie genau muss so ein idealer Plattformrat ausschauen? Es gibt Beispiel in der Vergangenheit, das Meta Oversight Board zum Beispiel, vormals Facebook Oversight Board, ist ein Elefant im Raum der Plattformräte, einfach weil es ihn schon gibt. Und an dem Beispiel kann man ablesen, wie ein Rat funktioniert, der die Verantwortung hat, in bestimmten kritischen Einzelfällen zu entscheiden und nicht bindende Empfehlungen zu geben. Es ist noch zu früh, die konkreten Auswirkungen des Rates auf Facebook, auf Meta definitiv festzustellen. Man kann aber schon sagen, jetzt schon, dass es auf jeden Fall nicht dem Konzern geschadet hat und die Online-Kommunikationswelt sicher nicht schlechter gemacht hat. Und einige der Hinweise, die vom Rat gekommen sind, vom Oversight Board gekommen sind, wie zum Beispiel, dass Facebook besser erklären muss, welche Inhalte heruntergenommen werden, dass Facebook bei Satire versus Hate Speech stärker auf Stimmen aus der jeweilig betroffenen Community eingehen muss. Das sind Common-Sense-Lösungen, die die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gefragt hätten werden können, das auch so gesagt hätten. Meine Idee eines Plattformrates geht aber ein bisschen weiter. Die geht ein bisschen in die Richtung der gesellschaftlichen Werte, die eine Plattform gefährdet oder die sie schützen oder verwirklichen kann.
ich denke, wir müssen da durchaus, wir können durchaus ein bisschen kreativer und weiterdenken und unser Bewusstsein ein bisschen öffnen. Vor allem auch deswegen, weil manche der Prinzipien, die oder der Entscheidungen, die das Meta Oversight Board für Meta in Amerika entwickelt hat, in Deutschland schon längst durch Gerichte eingeführt wurden. Etwa die Verpflichtung, dass die AGBs klar sind, dass die auch durchgesetzt werden, dass nicht willkürlich gelöscht wird. Das war alles in Amerika ungeklärt, weil nach amerikanischem Recht durfte man das. Nach deutschem Recht darf man das heute schon nicht, weil etwa der Bundesgerichtshof im vorigen Jahr in einer Entscheidung zu Facebook festgehalten hat, dass die Plattformen eben nicht willkürlich sich verhalten müssen. Ein kluger, gut designter Plattformrat, der würde also nicht sich auf sowas beschränken, sondern würde größere Fragen adressieren. Was für Werte brauchen wir in Online-Welten? Wie gestalten wir eine zukunftsfeste Online-Diskussionswelt? Aber mal ketzerisch gefragt, kann ich nicht einfach von der Plattform fernbleiben, wenn mir deren Werte nicht gefallen? Also ich gehe auch nicht auf Trumps neues Netzwerk, weil ich sage, mit denen will ich nichts zu tun haben, sind nicht meine Werte. Ja, das kann man schon, aber genauso wie wir eine Polizei brauchen, nur weil wir nicht, also auch ich finde es gut, dass wir eine Polizei haben, auch wenn ich nicht unbedingt an den Hotspots der Stadt um Mitternacht herumlaufe. Mhm. Das ist einfach so, dass unsere die demokratischen Diskursprozesse in unserer Gesellschaft heutzutage zu einem nicht unsubstanziellen Teil auch im Internet stattfinden. Mhm. Das Internet, wir wissen das von schrecklichen Terrorattentaten der letzten Zeit, schwappt immer wieder über in die wirkliche Welt. Und wir können uns einfach nicht mehr leisten, das Internet zu ignorieren. Mhm. Und ja, also ich würde auch nicht auf Trumps Plattform gehen, aber da ist auch sonst niemand. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Also auch das, was du ganz zum Schluss angedeutet hast, es gibt ja keine wirkliche Trennung einer digitalen Welt und einer analogen Welt. Das gibt es heute nicht mehr. Und die Frage, was können wir uns erlauben und wen wollen wir schützen, sind da einfach relevante Fragen. Und natürlich ist das Internet ein wahnsinniger Faktor für Meinungsäußerungsfreiheit. Aber das bedeutet auch, ein Recht zu haben, Dinge zu sagen, wenn man zu einer gesellschaftlichen Minderheit gehört und genauso gleichberechtigt seine Position artikulieren zu können. Das funktioniert im Internet zum Teil einfach nicht mehr, wenn ich diese legal but harmful Aussagen habe. Und deshalb ist das eine total relevante Frage. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was so ein Plattformrat tun sollte? Was würdet ihr euch wünschen, was der macht, gerade für soziale Medien? Also ich bin vielleicht auch nicht so kreativ, wie Matthias sich das wünschen würde, weil ich natürlich geprägt bin auch von meiner eigenen Erfahrung, jetzt nach 6 Jahren Fernsehrat, was so ein Gremium, das sind 60 Leute und ich glaube, recht viel kleiner könnte so ein Beirat auch nicht sein, wenn man Plattformrat sein, wenn man da wirklich eine gewisse Form von Repräsentativität drinnen haben will. Und dann gibt es natürlich Ausschüsse, wo man Dinge vertiefen kann, das ist logisch. Ja. Aber man muss sich auch klar sein, da kann man eigentlich nur gezielt bestimmte Themen vertiefen, herausgreifen, ja, die vielleicht eine besondere Relevanz haben, die besonders aktuell sind aus irgendeinem Grund. In der Breite ist das trotzdem natürlich die Verantwortung der Plattform, hier auch zu agieren. Das heißt, Sie müssen trotzdem das Content Management oder die Moderation machen, die standardmäßigen. So, ich finde, damit hat das gar nichts zu tun. Also ich finde, so ein Plattformrat, wie gesagt, vielleicht irgendwelche speziellen Fälle, besonders markante Fälle, ja, die sich gerade jenseits auch von den Regeln und Gesetzen bewegen. Es gibt ja in der Rechtswissenschaft den Spruch, hard cases make bad law. Ja, also quasi, wenn man unsere Gesetze und Regeln an besonders schwierigen Fällen ausrichtet, dann werden die Gesetze schlecht. Mhm. Also sollten wir das nicht tun, sondern sollten wir diese besonders schwierigen Fälle vielleicht zu einem Plattformrat überlassen. Mhm. Aber das ist dann eben genau diese Hard Cases, für die das Law eben nicht passt. Wäre das sowas wie, soll Trump noch zum auf der Beispiel, Plattform bleiben? Das ist ein ultra-Hard Case. Mhm. Ja, und ich würde jetzt nicht das gesamte Regulativ an Trump-Case ausrichten. Mhm. Ansonsten glaube ich, wäre ein Beitrag, den diese Räte eben haben könnten, dass sie in Dinge Einsicht bekommen, die auch aus nachvollziehbaren geschäftsstrategischen Gründen oder auch aus, wir wissen aus der Erforschung zu Algorithmen, dass Algorithmentransparenz nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt sinnvoll ist, ja, weil sonst zu Gaming the System kommt und die Algorithmen überhaupt nicht mehr funktionieren. Also auch Plattformen bewusst und nicht, weil sie böse sind oder irgendwie ihre anti-wettbewerblich agieren, sondern auch aus Funktionalitätsüberlegungen bestimmte Dinge nicht quasi offenlegen können. Aber zum Beispiel einem Art Assessment oder einem quasi einer Nachschau auch in so einem vielleicht bis zu einem Grad vertraulicheren Gremium durchaus denkbar wäre. Mhm. Das heißt, ich glaube, was wichtig wäre bei diesem Gremium, und das möchte ich glaube ich schon betonen,
dass es einerseits wirklich unabhängig besetzt wird, dass also nicht Facebook oder eine zu überwachende Organisation hier zu starken Einfluss hat, weil die haben ohnehin starken Einfluss, alleine schon auf die Agenda und wie dann da Dinge verhandelt werden. Und andererseits, dass es auch eine eigenständige Infrastruktur zur Unterstützung gibt, weil diese Plattformräte werden das nicht hauptamtlich machen. Ja, und wenn das aber so ist, wenn das quasi auf eine gewisse Art ein Ehrenamt ist, dann brauchen die einen professionellen Support-Apparat, der aber nur ihnen zuarbeitet, der auch nicht für die Finanzierung von diesen Plattformen selbst wieder abhängig ist. Ja? Weil das merkt, und tatsächlich, da kann man lernen von den Fehlern der Rundfunkaufsicht. Mhm. Weil das ist überhaupt nicht alles in Butter. Und da ist es sehr unterschiedlich, je nach Anstalt, aber das ist teilweise so, dass die Budgets dann mit dem Haus ausverhandelt werden oder dass die Leute, die in diesen Gremienbüros sind, halt eigentlich Karriere, aber dann in den Sendern machen wollen. Ja? Und so. Und das heißt, da ist oftmals, wir reden immer viel über die notwendige oder nicht ausreichende Politikferne dieser Aufsichtsgremien. Man sollte aber auch sehr viel über die Senderferne reden, ja? Dass die nicht zu nahe dran sind an den Organisationen, die sie eigentlich auch ein bisschen überwachen sollen. Und ich glaube, das wäre für so einen Plattformbeirat oder Rat auch sehr wichtig. Wie könnte man sowas hinbekommen, eben auch Stichwort Finanzierung? Ja, also wenn wir das nicht wollen, dass die Konzerne die finanzieren, machen wir dann eine neue Steuer, eine Rundfunk, über die Rundfunkgebühr? Wie kann man denn sowas, wie kann man diese Unabhängigkeit dann auch finanziell möglich machen? Ja, also verglichen mit den Umsätzen dieser Plattformen geht es da ja um Kinkerlitzchen. Ja. Wir reden einfach von großen Plattformen, nur dort macht das ja Sinn. Ja? Wir werden jetzt nicht irgendwelche Startups mit einem Rad belästigen, aber quasi diese Plattformen, die wirklich, wo ich sagen würde, teilweise im Geld schwimmen, also dass man denen da ein bisschen was Governance abzwackt. Also Geld ist eigentlich, glaube ich, nicht das Problem, man muss es nur gesetzlich regeln. Es darf nicht ausverhandelt werden und die dürfen nicht dem Goodwill dieser Plattformen überlassen bleiben, diese Finanzierungen. Mhm. Das glaube ich, ist wichtig und das andere ist sicher auch, wie besetzt man das? Wen schickt man da rein? Ja? Mhm. Wen würdest du da reinschicken? Wie würdest du das besetzen? Es gibt unterschiedliche Modelle. Ich bin auf jeden Fall für ein Modell, wo Expertinnen und Experten dabei sind, für Informationstechnik, für Demokratie, für Meinungsfreiheit. Ich bin auch dafür, dass Betroffene oder betroffenen Vereine dabei sind, also von Hate Speech, von Hetze, von Hass im Internet betroffenen Menschen. Also ich bin auch dafür, dass da Expertinnen und Experten sitzen, aber es muss nicht nur so sein, sondern es kann eine Kombination aus unterschiedlichen Gruppierungen sein und da könnten auch Bürgerinnen und Bürger dabei sein, Nutzerinnen und Nutzer von Plattformen. Über die Kombination kann man dann sprechen. Solange, das ist der Punkt, der mir wichtig ist, Expertinnen und Experten für die Themenfelder dabei sind. Aber ich würde einmal gerne ergänzen, weil ich sehe das tatsächlich auch so wie du. Ich sehe zwei Aufgaben, die diese Plattformen haben. Das erste ist tatsächlich exemplarisch eine Art Beschwerdestelle zu sein. Also sie können jetzt nicht wie eine Meldestelle sein und jeden einzelnen Punkt beleuchten, aber exemplarisch einzelne Punkte herausarbeiten, die gerade irgendwie gesellschaftspolitisch relevant sind im Internet. Und da dann auch Leitplanken sein für den weiteren Umgang mit ähnlichen Debatten. Und das Zweite ist, ich glaube, sie können und sie müssen eigentlich systematische Impulse setzen für den weiteren Umgang mit Nutzung, mit Durchsetzung von Regeln, mit den Algorithmen, die wir haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um auch präventiv reagieren zu können und die Plattform einfach zu einem demokratischeren Rahmen machen zu können. Wir hatten vorhin in der Diskussion, kam nochmal der Punkt auf, dass sich diese Räte vielleicht auch nicht nur mit Inhalten beschäftigen, sondern wir reden ja auch in den öffentlichen Diskussionen immer sehr viel über Inhalte, wie auch hier am Anfang, ne? Legal, illegal, schädlich, nicht schädlich. Jetzt wurden ja auch die Themen im Algorithmen-Transparenz genannt. Wäre das für euch ein wichtiger Punkt, dass ihr da sagt, das wäre auch was, wo so ein Rat unbedingt drauf schauen muss, um das gesamte Design so einer Plattform und da vielleicht auch irgendwie Feedback geben muss, weil das ja teilweise vielleicht auch dazu verleitet, schädliche Inhalte hochzuspülen, zu verbreiten oder vielleicht sogar dazu verleitet, die überhaupt zu posten. Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach schon. Aus zwei Gründen. Einmal, weil Userinnen und User das nicht richtig kontrollieren können. Sie haben ja keinen Einblick in die Algorithmen. Und dann braucht es, finde ich, eine Instanz, die da drauf schaut und schaut, wie können wir das konsistent diskriminierungsfrei gewährleisten. Und von daher ist das auf jeden Fall ein Grund, warum ich finde, dass man das machen sollte. Und einfach, weil es auch jemanden braucht, der da ein bisschen drauf achtet. Das den Plattformen alleine zu überlassen, halte ich für keine gute Idee. Da gibt es jetzt aber auch die rechtliche Vorgabe mit dem Digital Services Act, oder? Könnte so ein Social Media Rat das noch irgendwie aufweiten, diese Verpflichtung der Transparenz, die der DSA vorgibt? Ja, die neue Digitalgesetzgebung von der Europäischen Union, die wird auf jeden Fall
die Plattformen rechenschaftspflichtiger machen, wird ein stärkeres Maß an Rechtsstaatlichkeit dort einziehen lassen. Manche der angesprochenen Punkte werden auch schon vom DSA abgedeckt. So findet sich zum Beispiel eine Verpflichtung von Plattformen, ihre Empfehlungsalgorithmen offenzulegen. Es findet sich eine Verpflichtung von Plattformen, jährliche Risikoassessments abzugeben hinsichtlich der Gefährlichkeit der eigenen Regeln und Praxen für demokratische Entscheidungsfindungsprozesse. Das sind Beispiele wie Fragen, müssen sich die Plattformen dann gefallen lassen, wie was würden sie tun, wenn 3 Tage vor der Bundestagswahl ein Dump von geklauten Dateien über Politiker online auf ihrer Seite erscheint, ne, auf ihrer Plattform. Also diese Punkte wurden erkannt als Probleme und werden vom DSA, vom Digital Services Act, angegangen. Ich denke aber, dass wir auf dieser Schiene weiterdenken müssen und uns nicht nur überlegen müssen, wie kann man Algorithmen der Plattformen erklären und welche Risiken stellen sie für die demokratischen Prozesse dar, sondern uns ganz größer die Frage stellen, was sind das für Werte, die wir geschützt haben wollen in digitalen Kommunikationsräumen, wo das Recht vielleicht noch nicht alleine lenkend eingreifen kann, weil wir ja gar nicht wollen, dass die Staaten zu stark in die unternehmerische Freiheit der Plattformen eingreifen. Gleichzeitig können wir aber auch nicht wollen, dass die Plattformen in Ausübung dieser unternehmerischen Freiheit, die sie haben, unverantwortlich handeln oder zumindest die Handlungsweisen oder die Optimierungen, die sie in den letzten Jahren gezeigt haben, nämlich Optimierung auf möglichst viel Extraktion von Daten und Gewinn, dass das dann umgepolt wird, umorientiert wird. Und dafür braucht man andere Stimmen, die in der Entwicklung von Regeln wichtig werden. Mhm. Und Plattformbeiräte sind ein Modell, wie man diese anderen Stimmen hineinholt, wie beim ZDF, wie bei der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia, wie in anderen Staaten bei KI-Beiräten wie in Finnland oder in Brasilien bei einem Internetregulierungsbeirat. Was könnten das für Werte sein, die da rein müssen, die wir noch nicht rechtlich kodifiziert haben? Die Werte sind schon rechtlich kodifiziert, nur nicht mit Blick auf die Plattformen. Mhm. Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, eben demokratische Beteiligung an Entscheidungen über Fragen, die unsere Rechte und Pflichten betreffen, die faire Verteilung von Gütern in unserer Gesellschaft betreffen und die auch die Fragen der fairen Teilnahme am Kommunikationsraum betreffen. Mhm. Wenn etwa Stimmen von Minderheiten durch algorithmische Praxen von Plattformen unterdrückt werden, ist das eine eminent politische Frage, die aktuell noch mit Mitteln des Rechts wenig diskutiert werden kann, wenn nicht offensichtlich diskriminierende Praktiken vorherrschen. Mhm. Das heißt, da müssten die Plattformen von einem anderen Gremium, wie etwa diesen Plattformbeiräten, stärker in einen demokratischen Diskurs eingeführt werden, wo man dann genau diese Frage stellen kann. Ne? Wie sorgen Sie für Meinungsvielfalt auf Ihren Plattformen? Was tun Sie, wenn festzustellen ist, dass Ihre Algorithmen, so sie noch so sticky mit anderen, im Hinblick auf andere Inhalte sind, dass die zum Beispiel Inhalte in Minderheitensprachen nicht ausreichend repräsentieren? Das macht ja das ZDF auch, ne? Dass bestimmte Inhalte extra gepusht werden, weil sie Medien, weil sie einfach wichtig sind für das Abbild der gesellschaftlichen Vielfalt. Man würde sagen, weil es dem demokratischen Auftrag entspricht, den natürlich öffentlich-rechtliche Anbieter dann auch in Unterschied zu einem privaten Plattformanbieter haben. Ja? Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was im auch in einem dualen System, in der klassischen Medienlandschaft haben wir ja auch einerseits diese Rundfunk- und Fernsehräte, aber wir haben auch die Landesmedienanstalten, die ja quasi auch wiederum Beiräte haben, die Privatsender, wenn man so will, beaufsichtigen. Einmal könnten die das auch noch durchaus ein bisschen weniger sendernah tun. Also da gibt es Parallelen in der Aufsicht, wo man wirklich lernen kann, glaube ich, für so Plattformbeiräte, dass man das nicht wiederholt. Ja. Aber es ist ja gar nicht so absurd, und dass man sich die Frage stellt, will man auch medial relevante und damit auch demokratiepolitisch relevante Akteurinnen und Akteure demokratisch rückbinden, ohne sie aber gleichzeitig deshalb irgendwie einer staatlichen Kontrolle oder zu unterwerfen. Und da sind eben so Beiräte, glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, was man sich schon noch stärker überlegen müsste, wo ich auch nicht so sicher bin, wie man das gut hinbekommt, ist natürlich der grenzüberschreitende Charakter dieser Plattformen. Das ist nämlich schon noch mal eine größere, eine zusätzliche Herausforderung. Ich sage, die stellt sich aber auch in den öffentlich-rechtlichen Medien zunehmend. Ja. Aber das ist natürlich bei den Plattformen, die von Anfang an eigentlich global oder grenzüberschreitend sind,
wo ja auch ein großes Thema ist, dass Regeln, die in einem Kulturkreis entstanden sind, eigentlich anderen Kulturkreisen aufoktroyiert werden. Ja, also das ist ja sicher auch ein Thema, das dann wiederum in so einem Beiratssystem, in so einem Ratssystem auch debattiert werden könnte. Ja, also inwieweit man bestimmte US-Standards auch wirklich eins zu eins nach Europa importiert und umgekehrt. Ja, also was Gewaltdarstellungen oder Darstellung von zum Beispiel Nacktheit betrifft. Kam gerade auch aus dem Publikum mehrfach die Frage, ob so ein Plattformrat überhaupt national funktionieren kann oder muss der nicht direkt auf einer internationalen, supranationalen Ebene angesetzt werden? Was meint ihr? Also es gibt unterschiedliche Überlegungen. Auf europäischer Ebene hat es nicht funktioniert. Da gab es einen Änderungsantrag von Alexandra Gese, das mit dem DSA zu verknüpfen. Das hat nicht geklappt, aber das bedeutet nicht, dass es in irgendeiner Form eine Einschränkung ist, wenn man DSA auf nationaler Ebene versucht umzusetzen. Da würde das gehen. Ich glaube, es gibt Pro- und Kontra-Argumente für unterschiedliche Ebenen, wo man es einfügt. Für die nationale Ebene, finde ich, spricht aber zum Beispiel, dass Frage von Kultur und von Sprache und Sprachgebrauch einfach nochmal besser betrachtet werden kann als auf höheren Ebenen, wo das zum Teil einfach unterschiedliche Definitionen sind und auch Verständnisse von täglichem Vokabular, wenn man so möchte. Mhm. Und das gibt es auf nationaler Ebene nicht. Also, können wir uns hier direkt mal fragen, können wir eigentlich in einen Plattformrat mit den beiden Österreichern auf der Seite? Oder wäre ja schon sprachlich, haben wir da manchmal Unterschiede? Also ich bin ja jetzt seit 6 Jahren, meine erste Frage, als ich damals gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, in den ZDF-Fernsehrat zu gehen, also das erste war, ich habe gegoogelt, was ist der ZDF-Fernsehrat, und das zweite ist, dass ich mir gefragt habe, klingt spannend, aber checkt mal, ob ihr da einen Österreicher reinschicken könnt. Und es stand nirgends ein Österreicher-Verbot. Also man durfte nicht im Aufsichtsrat eines regionalen Radiosenders, da dürfte man zum Beispiel nicht sein. Okay. Ja. Also ich dürfte auch nicht im ORF-Stiftungs- oder Publikumsrat sitzen. Dann wäre ich nämlich Mitglied eines konkurrierenden öffentlich-rechtlichen Anbieters. Eigentlich ist diese Regelung vor allem gedacht, dass niemand im ZDF aufpasst, der auch im ARD was zu sagen hat. Aber die Österreicher werden da mit erfasst. Also insofern, aber ich finde das gar nicht so untrivial. Jetzt kann man sagen, der deutsche Sprachraum ist ja noch relativ abgegrenzt, die deutsche Diaspora jetzt nicht die dominante. Aber natürlich für andere Sprachräume stellen sich ganz andere Probleme. Also wenn wir an die Frankophonie denken oder an den spanischsprachigen Teil von Social Media, da ist ja mit national wieder schwierig. Ja? Und da muss man sagen, selbst im deutschsprachigen Bereich, ja, wäre eigentlich die Frage, also ist das sinnvoll? Müsste man da nicht eigentlich eher sozusagen vielleicht so einen Dachbeirat gründen? Ja, der dann quasi. Aber ja, das stellt auch neue Herausforderungen für das Recht und für rechtliche Kooperation in diesem supranationalen Bereich. Das ist auch eine Frage, die sich mir gleich stellt. So, wir reden immer gerne, ich mache das auch, von unseren europäischen Werten, aber sind die denn halt so einheitlich? Ich meine, das sind dann so Fragestellungen, die wir haben, die uns ja auch mit US-amerikanischen Moralvorstellungen bezüglich Nacktheit, du sprachst es an, und ich weiß es nicht, aber ich frage mich jetzt so, ich glaube, in Norddeutschland, Dänemark, ist so FKK-Strände, Nacktheit viel normaler als in Spanien, glaube ich. Weiß ich gar nicht so genau, gar nicht mich vorgefragt. Aber haben wir da nicht auch direkt andere Moralvorstellungen innerhalb Europas? Also was glaubst du, können wir so einen europäischen Plattformrat machen oder sollten wir es lieber auf nationaler Ebene machen oder vielleicht so einen Sprachraum? Mhm. Also wir haben es innerhalb der EU zumindest geschafft, uns etwa auf die Grundrechtecharta zu einigen, die doch einen guten grundrechtlichen Rahmen und Werte schützenden Rahmen bereithält. Ich denke, da könnte man schon auch die zentralen Werte, die zu schützen sind, auf die uns online einigen. Die Fragen der Nacktheit, die sind ja oft auch relativ einfach zu lösen. Und da geht es weniger um Prüderie oder nicht, sondern um Fragen, inwieweit man den Plattformen zuerkennen möchte, eigene Regeln aufzustellen. Wenn wir jetzt beim Thema Österreich bleiben, es gab das Beispiel der Venus von Willendorf. Das ist eine steinzeitliche Statue, die auch nicht angezogen war. Facebook hat die mehrfach mit der Begründung, sie sei eben nackt, heruntergenommen. Mit dem Ergebnis unter anderem, dass das Kunsthistorische Museum inzwischen bei OnlyFans einen Account hat, um ihre steinzeitlichen Statuen zu präsentieren. Ja. Aber stimmt. Das zum Beispiel ist ja nicht wirklich eine Frage der Nacktheit, sondern nur eine Frage oder der Prüderie oder nicht, sondern die Frage, ob man überschießende, automatisierte Filteralgorithmen nicht besser einstellen kann. Mhm. Also ich denke, viele dieser Probleme sind gar keine wirklichen Probleme, die kann man anders auflösen. Und ich denke auch nicht, dass wir da das Hauptproblem wird eher sein, inwieweit wir einen Plattformbeirat skalieren können.
es ist relativ schwer, sich vorzustellen, einen Plattformbeirat für alle Plattformen auf der ganzen Welt zu haben. Ich glaube, wenn wir realistisch sind, müssen wir das in etwas kleinerem Umfang pilotieren. Ich glaube aber auch, dass nur ein deutscher Plattformbeirat wahrscheinlich etwas zu kurz greifen würde. Zumindest einmal für einen einheitlichen Sprachraum wäre zumindest mal ein Ansatz und für alle Plattformen in diesem Sprachraum. Weil sonst kommen wir wieder zu so kleinteiligen Ansätzen. Das ist schon fast die Antwort eigentlich auf eine andere Frage, die auch aus dem Publikum kam, dass die Plattformen ja selber auch sehr unterschiedlich sind. Und kannst du denn überhaupt einen Rat für alle Social-Media-Plattformen, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok und so weiter zusammengeben? ARD und ZDF haben es auch getrennt. Ja, also ich muss sagen, ich bin da gar nicht, da wäre ich vorsichtig, um jetzt da ein bisschen noch Widerspruch ins Panel zu bringen. Bei beiden nämlich. Erstens, ich glaube gar nicht unbedingt, dass man diese Dinge alle gut auflösen kann. Ich glaube, da wird es auch ernsthafte Konflikte geben. Und es ist aber okay, wenn es dann einen Ort gibt, wo man diese Konflikte auch ausstreitet. Ja, ich glaube, es ist eher unrealistisch und ich glaube auch gar nicht, tut auch der Demokratie nicht gut, wenn man glaubt, dass man sich am Ende alle immer einig sein müssen. Es ist manchmal auch okay, to agree to disagree, also sich einfach nicht einig zu sein, aber eine legitime Form einer Konfliktlösung zu haben. Und was betrifft also ich gebe zu, hatte vor Augen stärker Plattformräte, die plattformspezifisch sind, auch angedockt an die DSA-Vorgaben, die ja quasi Schwellenwerte ab dem Zeitpunkt gelten, andere Regeln vorsehen. Eine der meiner noch wichtigsten Neuerungen verglichen mit zum Beispiel DSGVO oder Urheberrechtsrichtlinie, die beide genau da versagt haben, weil sie ganz viele kleinere Anbieter Regeln unterwerfen, die den Großen keine Probleme bereiten. Also ich denke mir, dass man auch hier anknüpfen könnte an der Nutzungsintensität. Und wenn Plattformen eine gewisse Schwellenwert überschreiten, dann müssen sie einfach so einen Rat einrichten. Das hätte den Vorteil, dass man dann eben zum Beispiel so etwas wie Algorithmen-Auditing machen könnte, ohne dass die gleich wieder Wettbewerbsprobleme fürchten, dass quasi derselbe Rat dann Algorithmenvergleiche zwischen den Plattformen anstellen könnte. Das wäre natürlich bei plattformspezifischen Räten geringeres Problem. Dafür würde man, glaube ich, da dann versuchen müssen, dass die eben nicht zu stark national nur eingeschränkt sind. Also dass man hier kooperativ das Ganze angeht. Aber auch da gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunksektor Beispiele. Es gibt den Arte-Beirat zum Beispiel, der aus Deutschland, Frankreich besetzt wird. Es gibt Dreisat, das irgendwie miterledigt wird von ORF, ARD, ZDF. Ja. Also es ist auch gar nicht so, dass es solche übernationalen Räte gibt es auch schon. Ja. Da gibt's, auch das würde ich nicht eins zu eins kopieren, aber es ist, wenn man das damals geschafft hat, ohne Internet, ohne virtuelle Sitzungsmöglichkeiten, dann müsste das eigentlich heute Piece of Cake sein. Ja. Es gibt ja eigentlich wahnsinnig viele Dinge, wo wir uns was abschauen können. Du hast vorhin im Vorgespräch in der Runde gesagt, was ich auch total spannend fand, was du vorhin auch sagst, du würdest gerne oder könntest dir vorstellen, es mit Expertinnen und einfachen Bürgerinnen zu besetzen. Und du sagtest vorhin, das gibt es ja auch schon bei Schöffengerichten beispielsweise. Ne? Also können wir uns, gibt es, müssen wir so viel eigentlich neu erfinden bei solchen Plattformräten oder können wir nicht ganz viel irgendwie so rauspicken, Dinge, die wir schon kennen und nur irgendwie anders zusammensetzen vielleicht? Also einerseits, und das ist glaube ich eigentlich auch das Schöne an der Idee, ja, einerseits sind so Plattformräte schon was Neues und tragen auch dem neuen Charakter von eben im Medienrecht spricht man jetzt von intermediären Recht Rechnung, die ja irgendwo zwischen Medien mit einer Verlagsverantwortung und reinen Plattformen wie einem Kabelnetzbetreiber sind, ja, und die liegen irgendwo da dazwischen und dass man hier spezifisch dafür neue Formen der Aufsicht und der demokratischen Rückbindung entwickelt, das ist mal eine gute Idee. Gleichzeitig, glaube ich, können wir schon lernen, weil mit diesem Dilemma, mit dem jede Form von Medienaufsicht oder auch Plattformaufsicht kämpft, ist eben die, man will einerseits demokratisch rückgebunden sein, aber andererseits auch staatsfern. Mhm. Also ich will da nicht einen Unterausschuss des Bundestags draus machen, ich glaube, das will niemand. nicht mal die Leute im Bundestag. Und wenn man das nicht will, dann muss ich aber quasi eine andere Lösung dafür finden. Eine Möglichkeit ist, dass man Verbände und so weiter dort reinschickt. Das ist nicht schlecht, aber das Problem ist bei Verbänden, das repräsentiert halt gewisse verfasste Schichten der Bevölkerung, die sich organisiert haben. Viele Menschen sind aber dann nicht davon erfasst. Und dass man hier zusätzlich einen Teil, ich sage ein Viertel bis ein Drittel, aus so Art Rundfunkschöffen oder Medienschöffen oder eben zufällig ausgewählten Plattformräten besetzt und Rätinnen, das wäre, finde ich, eine Möglichkeit, dass man beides schafft. Dass man sagt, demokratische Rückbindung einerseits, aber staatsferne andererseits. Ja, und ich glaube, wenn dann Expertinnen drinnen sind, dann müssen die sich trotzdem um dieses Viertel und dieses Drittel bemühen. Ja, weil wir haben da keine reine Expertokratie, da wäre ich ja auch skeptisch.
Du sagtest es ja vorhin, dir wäre es auch sehr wichtig, dass marginalisierte Gruppen, Menschen, die besonders von Hass und Hetze betroffen sind, dort auch ein Sprachrohr haben in diesem Gremium. Und es ist natürlich ein Punkt, dass, wie findet die Repräsentanz denn statt? Ne? Da müssen irgendwie sich Verbände finden. Es gibt natürlich irgendwie einen Weißen Ring beispielsweise, der Opfer ja auch häufig vertritt und für die einspricht. Wie kriegt man das hin? Wir haben ja jetzt schon im Rundfunkrat beispielsweise, was die Religionsgemeinschaften angeht, dafür muss ich eine verfasste Religionsgemeinschaft sein, ansonsten kann ich nicht als Religionsgemeinschaft, da sind sie jetzt im Rundfunkrat ja ein bisschen anders gelöst, für die Muslime beispielsweise. Wie kriege ich denn da diese Menschen wirklich vertreten, die häufig eben Opfer von Hass und Hetze sind, häufig von Rechtsextremismus, die marginalisiert werden, die mundtot gemacht werden, die ihr Recht auf Meinungsfreiheit nicht ausüben können? Ja, also ich glaube, ganz furchtbar einfach wird es nicht, aber also entweder versucht man tatsächlich nach bestimmten Gruppen, gesellschaftlichen Minderheiten zu schauen und die zu repräsentieren, oder man findet halt Träger und Vereine, die in irgendeiner Form intersektional arbeiten und dann für jede gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vielleicht auch schon mal Sprachrohr waren und findet da Vertreterinnen oder Vertreter oder findet Institutionen, an die sich alle wenden können, wenn sie betroffen sind, die Expertinnen und Experten in dem Bereich sind, zu digitaler Gewalt oder so. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man fahren kann. Nur zu sagen, es ist ein bisschen eine Herausforderung, alle gesellschaftlichen Minderheiten zu repräsentieren, kann halt kein Grund sein, es nicht zu versuchen oder in irgendeiner Form dann Gruppen zu finden, die für viele sprechen können. Weil es geht ja auch nicht darum, die eigene Religion nach außen zu vertreten, so wie vielleicht in anderen Situationen, sondern Sprachrohr zu sein für Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Und das sind sie dann halt so oder so. Mhm. Ob das jetzt eine bestimmte Gruppe ist oder ob das ein intersektionaler Verein ist an der Stelle. Auch in den Fragen kam das Facebook Oversight Board, du hattest es schon mal erwähnt, zur Sprache. Da mal die Frage, wie löst das Facebook Oversight Board sowas eigentlich? Haben die da eine Möglichkeit, eben die Menschen, die besonders von Hate Speech betroffen sind, da irgendwie zu repräsentieren? Oder ist da auch einfach nur, wer sitzt da überhaupt in diesem Board? Und dann ist hier eben die Frage auch, funktioniert denn dieses Facebook Oversight Board? Haben die überhaupt eine Durchsetzungskraft auf Facebook in diesem Fall? Und nochmal die konkrete Frage, welche Konsequenzen, Auswirkungen sollten diese Plattformräte auf Internetplattformen eigentlich haben? Also welche Durchsetzungskraft? Ja. Also die Mitglieder des Meta Oversight Boards sind Expertinnen und Experten, die durchaus repräsentativ in einem sehr langwierigen Prozess ausgesucht wurden. Die ersten wurden noch von einer Stiftung ausgesucht, die Meta finanziert hat, und die nächsten Mitglieder dann aus diesen Mitgliedern selbst. Also Facebook hat versucht, das möglichst weit weg von sich zu entwickeln, um dem Gremium Legitimität zu geben. Das sind Expertinnen und Experten, eine Friedensnobelpreisträgerin, ehemaliger Chefredakteur vom Guardian, Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren. Es sind ein bisschen viele Juristinnen und Juristen dabei, tut mir leid. Wenigstens bin ich hier in der Minderheit. Das heißt, das Gremium hat gute Leute, ne? Aber die sind jetzt auch nicht wesentlich anders als ein Expertenbeirat es wäre. Und sie können sehr gut Entscheidungen treffen und diese begründen in Einzelfällen. Sie wirken also ein bisschen wie so ein oberster Gerichtshof für Einzelfälle. Und für diese Einzelfälle, die ihnen vorgelegt werden, die wenigen, die sie auswählen, sind ihre Entscheidungen dann bindend. Und dann haben sie noch die Möglichkeit, Facebook darüber hinaus Empfehlungen zu geben, hinsichtlich zum Beispiel der Nutzung von Algorithmen, um mit bestimmten Inhalten fertig zu werden. Das heißt, teilweise verbindlich, teilweise empfehlender Charakter. Und die dritte Frage war dann, wie würde man das dann machen? Weiß ich auch nicht mehr. Weil ich mich gerade die ganze Zeit an was festhänge. Die sind ja nur bindend gegenüber Facebook oder? Also die können das ja nirgendwo einklagen. Das ist eigentlich nur, weil sich Facebook committed hat, aber eigentlich können sie immer noch sagen, nur jetzt habe ich aber doch keinen Bock, weil mir das diese nicht gefällt. Theoretisch ja, aber dann würde halt ein gewisser Gesichtsverlust folgen, und die erste Studie hinsichtlich der Entscheidungen hat ergeben, dass Facebook den Entscheidungen und den Empfehlungen zu, ich glaube, 80-90% nachgekommen ist. Also
kriege ich das denn überhaupt auch im deutschen Recht, eine rechtliche Bindung hin, was denn so ein Plattformrat entscheidet, dass sich dieses Unternehmen dann auch daran halten muss? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es per Gesetz, also man macht ein entsprechendes Gesetz, das besagt, Plattformen müssen sich daran halten. Dann müsste man schauen, dass das EU-konform ausgestaltet wird, weil der DSR ja doch schon hier vieles vorreguliert. Und das Zweite wäre, man könnte zum Beispiel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Art Schiedsverfahren vorsehen, das dann auch bindend ist und dann dieses externe Gremium als eine Art Schiedsgericht ausgestalten, dem sich die einzelnen Plattformen unterwerfen im Vertrag mit den Userinnen und Usern. Aber das geht dann schon sehr in die Details hinein. Die größere Frage wird sein, wie kann das ausschauen, auf welcher Ebene ist das zu verankern? Eine Frage nochmal vielleicht an euch beide, auch aus dem Publikum. Hier wird gefragt, ob das solche Social Media Councils nicht vielleicht auch ein Feigenblatt für Unternehmen sein könnten. Habt ihr da auch die Sorge, dass das so genutzt werden kann? Das wird ja auch dem Facebook Oversight Board manchmal so ein bisschen vorgeworfen. Oder glaubt ihr, da ist wirklich ein Ansatz, der durchgreifend sein kann? Also das hängt zuerst mal davon ab, auch wie man das gestaltet. Ja? Haben die eigene Budgets? Haben die wirkliche Rechte auch Einsicht zu nehmen? Ja? Also wir haben auch gesetzlich im Aktienrecht geregelt, dass ein Aufsichtsrat bestimmte Rechte hat, ja, sich zu informieren über den Geschäftsgang, Einblick zu nehmen und so weiter. Ja. Analog könnte man ähnliche Rechte gesetzlich für diese Beiräte vorschlagen. Das sind dann zwar nur Informationsrechte, aber da wissen wir auch aus der Transparenzforschung, dass alleine bestimmte Fragen zu stellen und gezwungen sein, sie zu beantworten, für sehr viel Aufregung und Nachschau in Organisationen, die denen unterworfen sind, sorgt. Also das heißt, ganz entscheidend ist wirklich, wie zahnlos man oder wie kräftig man das gestaltet. Und dann glaube ich aber auch, dass es ein Fehler wäre zu glauben, wir haben jetzt dann diese Plattformräte, damit sind alle diese Probleme gelöst. Ja, also das ist ein Teil, kann das sein, einer Governance-Struktur, auch einer Regulierungsstruktur, der man diese Plattformen unterwirft. Und ich glaube, wir sind da im Vorantasten, aber wir sind auch nicht bei Null. Wie gesagt, es gibt jetzt bereits das Konzept des Intermediärs. Und das muss jetzt halt auch regulatorisch gefüllt werden. Und da muss man eben auch neue Ansätze finden. Und Plattformräte könnte ein Teil sein von so etwas. Also ich glaube, die Gefahr besteht tatsächlich, aber es gibt auch Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass es nicht so ist. Übrigens auch ein Argument für vielleicht eine branchenweitere Plattform wäre eben zu sagen, es gibt dann eine größere Unabhängigkeit von einer bestimmten Plattform. Das könnte dafür sorgen, dass die sich vielleicht noch mal mehr trauen oder so. Aber ich sehe auch drei andere Argumente. Erstens, es braucht den zivilgesellschaftlichen Druck an der Stelle. Es braucht ganz klare Berichtspflichten zu den systematischen Verbesserungen. Das heißt, natürlich soll der Plattformrat nicht einfach machen, was er möchte, sondern er soll auch klar benennen können, durch den Punkt, den wir eingebracht haben, hat sich das faktisch verändert. Und dazu wird es Daten geben, weil wir leben nun mal von Plattformen. Diese Daten müssen auch zur Verfügung stehen für Forscherinnen und Forscher, die dann auch unabhängig belegen können oder untersuchen können, ob das denn überhaupt stimmt. Das heißt, du würdest dann auch gesetzlich dann dafür plädieren, dass da wirklich ein Tiger mit Zähnen da ist und da dann richtig durchgreifen kann. Ja, sonst macht es keinen Sinn. Also ich glaube auch, es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also es wird nicht alles im Internet retten, muss es glaube ich aber nicht. Aber es sollte, finde ich, schon auch so funktionieren, dass es erkennbare Verbesserungen gibt. Müssen wir dann manchmal so ein bisschen auch Erwartungsmanagement machen, weil ganz viele Leute gerne irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, weiß nicht, wie du das siehst, die gerne im digitalen Raum muss irgendwie alles perfekt sein. So, da darf ich nicht mit Hate Speech in Kontakt kommen, da muss dann irgendwie sofort irgendwie das gelöscht werden, die Polizei kommen. Oder das vielleicht auch teilweise übersehen wird, dass man doch auch relativ viel aushalten muss, weil wir eben eine Meinungsfreiheit haben, dass nicht alles sofort ein illegaler Inhalt ist. Hast du da, wie gesagt, ich habe das Gefühl, mir würde deine Meinung interessieren, dass wir da auch noch sehr viel lernen müssen, im digitalen Raum wieder zu diskutieren, auch scharf zu diskutieren und Dinge auszuhalten und das eben auch durch diverse Instrumente, sei es gesetzliche Regelungen, aber auch ein Plattformrat eben, nicht alle Probleme, die wir miteinander haben, gelöst werden können. Ich glaube auch, der Plattformrat wird nicht alle Probleme lösen können. Und trotzdem, glaube ich, muss man sensibilisiert dafür sein, dass der Ton im Internet, glaube ich, auch einfach schärfer ist als in der analogen Welt. Dass die psychischen Belastungen auch einfach andere sein können und auch ganz oft sind. Und natürlich muss man ganz viel aushalten. Das muss man in der analogen Welt auch.
Und trotzdem, glaube ich, braucht es einfach auch nochmal für den speziellen Fall, dass der, ich sage jetzt mal, digitalen Gewalt auch einfach Instrumente und Hebel, um da was zu machen. Und das können auch Plattformräte sein. Wenn nochmal so zum Abschluss, Matthias, was plant ihr genau in diesem Projekt? Du hast schon ein paar andere Beispiele gerade genannt. Die wollt ihr euch, glaube ich, genauer anschauen. Kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, was der Plan des Projekts ist, um den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal ein bisschen Idee zu geben, warum sie das ganze Projekt die nächsten anderthalb Jahre, meine ich, oder noch länger, verfolgen sollten? Ja, wir werden in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren uns weltweit auf die Suche begeben nach guten Modellen für diese kräftigen Tiger, die sich verschiedene private Ordnungen, Medien halten und uns anschauen, was wir lernen können. Wo funktioniert es gut? Wo kann man gesellschaftliche Werte in private Ordnungen integrieren? Wie klappt es zum Beispiel in Australien gut mit dem Medienrat dort? Klappt der finnische KI-Beirat gut? Wir werden uns das anschauen und dann uns überlegen, was wir lernen können für Plattformbeiräte und dann ein Modell entwickeln, wie das in Europa, in Deutschland, in der Welt vielleicht eingesetzt werden kann. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass schon jetzt eben akute Probleme bestehen. Die angesprochene digitale Hassrede ist ein wichtiges Problem. Da haben wir aber zum Glück ja schon einiges an Recht, was wir durchsetzen können, wenn wir es nur durchsetzen. Das heißt, in unserer Forschung ist schon klar, dass wir unterscheiden müssen, was ist gut und wichtig für die Zukunft, mehr Demokratie in Online-Räumen. Darüber forschen wir. Mhm. Aber wenn heute schon Rechtsbrüche sind, dann muss man heute schon dagegen kämpfen. Da braucht man nicht auf uns warten. Da kann die Polizei heute schon Nachforschungen anstellen und morgen jemand verhaften. Und sollte sie auch machen. Leonard, was würdest du dann dem Projekt mitgeben? Was sollen sie nicht machen? Was sind so deine Erfahrungen aus dem ZDF-Fernsehrat, wo du sagst, das bitte nicht wiederholen, das bitte unbedingt anders machen, neu denken? Ich habe einige Punkte, habe ich glaube ich, hier schon gebracht, auch nicht nur auf Staatsferne, sondern auch auf Senderferne achten. Und in dem Fall wäre das Plattformferne, dass das, also es geht wirklich um auch eine eigene unterstützende Bürokratie im besten Sinne. Also, dass man hier einen Support hat, dass es auch eigene Budgets gibt für auch Forschung. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, was ich noch ergänzen würde, weil jetzt das Beispiel auch in dieser Diskussion, das hier immer gebracht wird, ist natürlich das Problem von Underblocking, dass quasi Hate Speech stehen bleibt, dass Menschen, gar auch Minderheiten, besonders betroffen sind. Ich glaube aber trotzdem, dass das, ich will nicht sagen symmetrisch ist, aber dass trotzdem solche Beiräte natürlich aber das Gegenproblem des Overblocking auch im Blick haben sollten. Ja? Also da sage ich jetzt auch, das betrifft dann zum Beispiel so Dinge wie nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch zum Beispiel Kreativität, Ausdrucksfreiheit, kulturelle Freiheit, ja? Wo ja diese Plattformen auch enorm kulturelle Regulatoren sind, ja? indem sie sagen, welcher Remix ist noch geil und welche ist schon verboten. Ja, also nur als ein Beispiel. Ja, und wer darf dann daran wie verdienen und so. Ja? Also auch zum Beispiel, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so eine Plattformräte auch Vergütungsstrukturen, die haben wir heute überhaupt nicht besprochen, aber in Wirklichkeit das Machtungleichgewicht, das diese Plattformen haben, sie haben alle Daten, sie prozessieren das gesamte Geld, das da eingenommen wird, und ein paar Almosen fallen für YouTuber oder für TikTokerinnen und TikToker ab. Ja? Aber das ist ja eigentlich auch ein Zustand, der fragwürdig ist. Mhm. Und ich finde diese Aspekte, also meine Empfehlung, mein Wunsch wäre eher dann doch, was sollen sie tun, nämlich nicht nur auf Free Speech schauen. Ja? Und also erstens dort auch Overblocking mit reinnehmen und zweitens auch auf die Frage von Plattform-Governance ein bisschen breiter zu schauen. Und man könnte sagen, die Frage von wer kann auch davon leben auf diesen Plattformen und wie davon leben, zum Beispiel auch kulturelle Inhalte zu präsentieren, das ist ja letztlich dann auch, hat das auch Free Speech Aspekte, ja? Also diese monetäre Seite des Ganzen. Mhm. Misbach, zum Abschluss. Jetzt ist schon fast ein Jahr rum der Legislaturperiode. 3 Jahre stehen noch bevor. Glaubst du, das wird umgesetzt aus dem Koalitionsvertrag oder wird es schon Ansätze geben? Und wenn ja, wie startet denn so ein Prozess, auch eben auch vom Bundestag heraus, eben mit eventueller Gesetzgebung dafür? Können wir da noch was hoffen in dieser Legislaturperiode? Werden Diskussionen folgen? Habt ihr da was geplant? Ich kann mir ja gar nichts anderes erlauben, als zu sagen, das wird natürlich... Das war der Trick. Nee, das wird noch was. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ja. Wir werden es in Ausschüssen debattieren, wir werden es im Plenum debattieren, es wird Gesetze geben dazu. Da bin ich ganz zuversichtlich. Man kann es auch tatsächlich andocken, einmal an den DSA oder an das digitale Gewaltschutzgesetz, was sie machen möchten. Von daher,
Ich bin da zuversichtlich. Es wird viel zu tun geben im Digitalausschuss, ganz allgemein bei den Themen. Wir haben es ja gerade gehört und kommen auch in der Stunde gar nicht dazu, alle Themen, die wichtig sind für digitale Öffentlichkeiten, zu diskutieren. Aber vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, Leonard Dobusch, Misbach-Kahn und Matthias Kettemann. Vielen Dank, dass Sie auch dabei waren. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Vielen Dank noch hier an die Mercator-Stiftung, die das Projekt unterstützt und heute diese Veranstaltung organisiert hat. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald.